Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum Beginn einer neuen Karriere, die Sekundärkarriere neben dem BVB-Karrieremodus hier auf dem Kanal. Ich habe jetzt in dieser Begrüßung bereits 5 oder 6 oder 18.000 Mal Karriere gesagt, aber das ist egal, denn heute geht es los mit dem neuen Club von Jürgen Klopp. Ja, wir haben den alten Club bereits übernommen. Borussia Dortmund sind momentan unglaublich erfolgreich mit den Schwarz-Gelben und wollen genau das jetzt auch mit Liverpool machen. Die letzten Jahre liefen bei den Reds absolut überhaupt nicht und deswegen wollen wir das, genau das jetzt ändern. Und ihr seht hier schon, wir haben 55 Millionen Transferbudget, werden die ja, Erhöhung dazu nehmen, denn wir müssen ja noch einen Torwart kaufen, der auch in Realität dahin gewechselt ist. Ansonsten, die wöchentlichen Gehälter und der Kader sehen relativ gut aus, kann man bestimmt einiges mit anfangen und natürlich seid ihr wieder großer Part in dieser Karriere, aber alles weitere gleich. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit wir 1000 Likes schaffen. Für die erste Episode vom Liverpool-Karrieremodus würde ich mich da tierisch drüber freuen. Ihr habt ja selber abgestimmt für Liverpool unter der letzten Karrieremodus-Episode. Zweiter wurde Arsenal und dritter im Endeffekt war es zu meinem Stand, ja, Sevilla. Das heißt, sowohl Milan als auch Olympique Lyon waren nicht von eurem Interesse. Aber in Ordnung, natürlich wird es auch mit Liverpool hoffentlich eine geile Zeit. Hier seht ihr nochmal die Spielschwierigkeit des Legenden und das Stadion ist natürlich die Anfield Road. Das können wir hier auch gar nicht ändern. Genutzte Teams aktuell herunterladen und da modifizieren wir doch mal unseren Trainerchart. Man kennt es, ein deutscher Trainer soll die Premier League erobern. Max MGT in Hemd und Schlips in Marineblau gekleidet. Das kann ja nur gut werden. In der Videobeschreibung ist auch noch ein Link zu IG Vault. Auf jeden Fall auschecken für günstige Team of the Season Coins mit 8% Bonus. Rabattcode MaxGamingTV, 6% Rabatt auf eure Bestellung. Und dazu Instagram, Twitter auch auf jeden Fall auschecken. Das ist eine großartige Unterstützung. Würde mich drüber freuen. Aber der Like ist noch wichtiger. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr diese Serie, ob ihr diese Idee, ob ihr diesen zweiten Karrieremodus feiert. Und das werden wir ja sehen nach dieser ersten Episode. Er soll alle 2 Tage kommen und warum, das erkläre ich jetzt nochmal. Saisonvorbereitung, Turniereinladung, aber bevor wir die wahrnehmen, kommen wir wie gesagt zur Erklärung. Ich bin im Sommer, habe ich bereits im letzten Dortmund-Karrieremodus angesprochen, schaut da auf jeden Fall für die längere Version vorbei, auf Malta, im Urlaub und allgemein nicht da. Ich brauche eine Serie, die ich vorproduzieren kann. Ich brauche eine Serie, die ich neben dem BVB-Karrieremodus schön in die Länge ziehen und aufnehmen kann und die ihr feiert. Und ich hoffe, dass es dieser zweite Karrieremodus wird, der momentan scheint in den Karrieremodus richtig zu feiern und ist das, was mir momentan auf FIFA am meisten Bock macht. Es wird genauso laufen wie der BVB-Karrieremodus, einige Spiele gespielt, einige Spiele simuliert und das Ganze wichtig ist, ihr habt jetzt gerade am Anfang wieder viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ich werde dann aber eine lange, lange Zeit vorproduzieren, gerade in der Saison drin, vielleicht zur Wintertransferperiode Umfragen machen. Da müsst ihr auf jeden Fall auf Instagram und natürlich auf Twitter und hier auf YouTube aufpassen, ob ich mal was hier bei Strawpoll in die Videobeschreibung packe, denn immer unter den normalen Videos wird nicht mal mein Schützling stehen, weil Tobi ja seine YouTube-Karriere beendet hat, wie viele wissen und ich das endlich mal auch sehr eingesehen habe. Da wird immer ab und zu mal ein geheimer Strawpoll-Link sein, das heißt immer die Beschreibung auschecken, könnt ihr sowieso zu IG Vault, Instagram und Twitter und eventuell zu den Abstimmungen und damit einen indirekten Einfluss auf diesen Karrieremodus haben, obwohl keine Episoden kommen, beziehungsweise die Episoden noch viel weiter hinten sind, als ich eigentlich schon bin. Also auf jeden Fall das auschecken, wenn ihr partizipieren wollt. Die Turniere sehen recht interessant und entscheide mich für den European Continental Shield, denn der spielt in Spanien, das heißt im Camp Nou und im Estadio Santiago Bernabeu, was natürlich sehr schön ist. Und wir spielen da automatisch gegen Milan, einem weiteren Kandidatenteam. Mal sehen, ob wir mit Liverpool die richtige Auswahl getroffen haben. Es geht hier super los. 7 Nachrichten gleich und naja, hier sehen wir mal unsere Gruppe. Sie besteht aus Turin, Betis, Sevilla und Mailand. Das ist ja überraschend. Ja, ambitioniert ist Liverpool auf jeden Fall. Sie wollen das Halbfinale erreichen im Pokal. Das sollten wir vielleicht irgendwie hinkriegen. Das kommt natürlich aufs Ligaziel an und das werden wir uns gleich anschauen. Zunächst einmal haben wir den ersten Scout-Bericht und werden, wer ist denn Lecker? Den kenne ich nicht, aber der ist 16. Das heißt, den lassen wir mal da. Ansonsten werden wir hier alles, alles runter machen und die Einstellungen gleich ändern. Der andere Scout stellt sich vor, aber jetzt gucken wir uns das Saisonziel an. Champions Cup Qualifikation. Unser Vorstand möchte uns nicht in der Euroleague. Unser Vorstand möchte uns unter den Top 4 haben. Gemessen an den realistischen Leistungen von Liverpool. Ja, definitiv ambitioniert. Gemessen an meinen Karrieremodus gilt auch auf Legende, was ihr mir immer nicht glaubt. Aber was wirklich so ist, definitiv möglich. Unser Ziel ist aber natürlich Meister zu werden, denn das hat Liverpool seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt und geschafft. Und dementsprechend wäre es umso schöner für die Fans und für den Verein, wenn das den Reds mal wieder gewinnen sollte. Dafür muss aber eine Sondierung des Kaders ja quasi vonstatten geführt werden. Und das ja, mache ich jetzt mal ganz kurz. Dass der Kader eine radikale Verjüngungs- und Veränderungskurve braucht, denke ich mal klar, zumal wir ja in die Champions League kommen sollen. Wir haben 88 Millionen Transferbudget, das ist ein ziemlich nicer Betrag, aber wir müssen natürlich auch an den Personalplanungen ein bisschen was ändern. Wir sehen hier
schon, wir haben 5 Spieler auf der Transferliste. Das sind Stewart, Lucas Leiva, Randall, José, Enrique und Mignolet. Mignolet, weil er eine Bratwurst ist, Enrique, weil er zu alt ist, Randall, weil er nichts kann, Leiva, weil er mir persönlich nicht so gefällt, weil wir zu viele Mittelfeldspieler haben und er darunter leiden muss und er der Älteste ist und damit weg kann, und Stewart, weil er auch nichts drauf hat. Unsere Leihliste ist dann noch ein bisschen üppiger bestückt, und zwar haben wir da Origi, bei dem ich einfach mal die Möglichkeit ergreifen möchte, genauso wie bei Ings, die müssen nicht zwingend verliehen werden, aber wenn sie zu einem guten Verein kommen können, wo sie viel Spielpraxis bekommen und Stammspieler sind, warum denn nicht? Genau das gleiche gilt für Flanagan, Smith, Gomez und Iori, die nicht zwingend weg müssen, aber auf jeden Fall weg können. Brannigan, Kent, Oyo und Ward würde ich doch schon ganz gerne ausleihen, denn das sind alle Spieler mit auf jeden Fall Potenzial, die aber bei uns eigentlich gar keine Chance haben, einfach zu niedrige Gesamtbewertung und dementsprechend ausgeliehen werden sollten. Das gleiche gilt auf das Smith. Ich weiß gar nicht, warum ich den nur ein Jahr auf die Liste gesetzt habe, wahrscheinlich weil er 21 ist und wenn er nach einem Jahr nicht irgendwie komplett ausrastet, ich ihn verkaufen werde. Die Starthilfe ist erstmal so, wie ich sie spielen würde oder spielen lassen würde. Das sieht natürlich jetzt nicht unbedingt nach vielen Neuzugängen aus, aber lasst mich das kurz mal erläutern. Im Tor Mignolet soll ersetzt werden, ist klar. Innenverteidigung Skrittel und Lovren. Lovren mit 25 Jahren noch relativ jung. Skrittel bringt die Erfahrung, die wir brauchen und ist ein starker Innenverteidiger. Da haben wir eigentlich keinen wirklichen Bedarf, zumindest in der ersten Halbserie nicht, wenn sich dann die Lücken auftun, auf jeden Fall. Auf der Bank haben wir immer noch Can, der Innenverteidiger spielen kann, genauso wie auch Sechser und dazu noch Alternativen wie beispielsweise Iori oder Kolo. Golo, golo. Außenverteidiger haben wir einmal links Moreno und auf der rechten Seite Nathaniel Klein. Ich denke mal, die sollen da auch stehen bleiben. Sind beide noch relativ jung, haben Potenzial und gehören auf diese Position. Auf der Doppel-6 bzw. Doppel-8, die hier ganz wichtig ist im Mittelfeld, haben wir die beiden Workhorses vor den Herren, und zwar einmal James Milner und Jordan Hendo Henderson. Der ist bei mir definitiv nicht gesetzt im Gegensatz zur Realität, wo er Kapitän ist. Bei mir ist er auf jeden Fall ja, auf Bewährung sozusagen, aber wenn er sich zeigt, dann kann man den auf jeden Fall spielen lassen. Roberto Firmino auf der 10 ist mehr oder weniger gesetzt. Der ist nämlich ein ziemlich nicer Spieler, den mag ich in FIFA extrem gerne, ist außerdem Neuzugang und soll sich präsentieren. Auf den Außen Daniel Sturridge auf rechts, wenn er sich nicht verletzt, einer der besten Flügelspieler in der Premier League, und auf links Felipe Coutinho, für den gilt das gleiche eigentlich, auch wenn er in der Mitte natürlich besser aufgehoben wäre, aber er kann es auch auf dem linken Flügel, das zeigen ja auch seine Position. Vorne drin, das ist die große Sache, habe ich jetzt Christian Benteke, den Belgier. Er ist Neuzugang, er ist der Top-Transfer, er hat sich in Realität nicht gezeigt, das muss nicht heißen, dass er es nicht hier im Karrieremodus tun würde. Ich halte nicht viel von ihm in FIFA, vielleicht kann sich meine Meinung ändern. Er ist ein Tank vorne drin. Und wir haben schnelle Flügelspieler, wir haben Spieler, die ihn bedienen können. Und genau das braucht der Junge. Und vielleicht können wir dann ein bisschen was mit ihm bewirken. Auf der Bank haben wir dann in der Konsequenz Bogdan Touré, Can, Allen, Lallana, Ibe und Origi. Wenn man bedenkt, dass Ibe und Origi eventuell ausgeliehen werden sollen, ist das relativ dünn. Ihr müsst mir auf jeden Fall Transfervorschläge machen. Haut in die Kommentare, wen ich dringend holen soll. Das kann sich auf jede einzelne Position beziehen, auf die Defensive, aufs Mittelfeld, auf die Offensive. Alles ist möglich. Nicht zwingen muss was an der Startaufstellung geändert werden, aber wenn ihr eine extreme Vorstellung oder Vorschläge habt, haut sie auch auf jeden Fall rein. Euch fällt eventuell schon auf, es ist relativ ähnlich zum Dortmund-Karrieremodus, allerdings möchte ich das Ganze hier nochmal ein bisschen eher ans 4-3-3 angelehnt spielen. Hier seht ihr, Firmino ist eher ein Zehner, der noch ein bisschen weiter zurückgezogen ist. Henderson und Milner sind definitiv defensiver als Özyaqub und Castro, und auf den Außen, ja, ich denke mal, die sind auch ja, relativ weit vorne, beziehungsweise wirklich Flügelspieler und nicht so Mittelfeldspieler wie Reus und Volland. Eine B11 haben wir so natürlich nicht, und Scout-Aufträge logischerweise auch noch nicht, weil ich noch nicht weiß, was ich holen soll, was ich holen muss. Das wird sich in den Vorbereitungsturnieren nach eurer Meinung zeigen, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Allerdings habe ich schon mal ein paar Spieler ins Visier genommen, die auch in Realität mit dem ja, FC Liverpool in Verbindung gebracht werden. Und das sind zum einen mal Loris Karius. Ich denke mal, das ist ja klar, dass ihr den holen werdet. Das ist ja auch in Realität gewechselt. Und Emre Mor. Man kennt ihn eventuell, das türkische Supertalent von Nordsjælland in FIFA. Leider überhaupt kein Potenzial, überhaupt kein Rating. Aber beobachten, und für ein ganz kleines Geld kaufen könnte man ihn ja trotzdem mal. Einfach, um ihn zu verleihen oder vielleicht ein bisschen zu fördern. Ein weiterer Spieler, der auf jeden Fall im Gespräch war und ist Sadio Mané. Und der steht auch bei mir auf der Wunschliste. Ein sehr dribbelstarker und schneller Spieler vor allem, der Qualitäten in jeglichem Bereich hat. Kann auflegen, kann abschließen und ist einfach ein ziemlich cooler Typ. Deswegen, warum eigentlich nicht, relativ jung, flexibel einsetzbar, wäre auf jeden Fall zumindest eine Option. Wir sind natürlich so gesehen Jürgen Klopp. Wir arbeiten beim FC Liverpool und wir wollen die Jugend fördern. Das brauchen wir auf jeden Fall. Liegt daran, dass die weniger Homegrown-Spieler haben, aber eine Homegrown-Regelung. Und wir wollen natürlich das Ganze wieder zumindest ein wenig realistisch halten. Dementsprechend werden wir früher oder später noch Scouts suchen. Die gefallen mir aber nicht. Deswegen holen wir davon auf jeden Fall noch keinen. Training ist so eine Sache bei Liverpool. Wir haben viele vielversprechende Spieler. Zu meiner Überraschung auch ein Jordan Henderson, der hier mit einem D anfängt, und Origi mit einem F. Na herrlich, wir haben allgemein zweimal D, einmal F, was soll das denn? Dafür zweimal ein B bei Ings und bei Alp, die ja beide verliehen werden. Soll Origia eigentlich auch, das heißt, wir haben, glaub mir, wir haben noch genug Spieler, die wir trainieren können. Das sind nicht die einzigen vielversprechenden. João Teixeira verlängert seinen Vertrag mit uns, was sehr schön ist, weil wir wollen ihn verleihen, und so kann man 2 Jahre ausleihen.
Freunde, das erste Spiel in diesem Karrieremodus werden wir heute auch noch mitnehmen, und zwar gegen Betis Sevilla im European International Champion Shield oder wie auch immer das Gerät jetzt heißen mag. Allerdings gibt es da so ein Problem. Die Copa America-Grippe grassiert bei uns. Coutinho und Firmino sind gar nicht da. Fit sind sie auch nicht, deswegen müssen wir die auf jeden Fall ersetzen. Ich bastel mal eine Startelf für den Cup zusammen. Gut, man will natürlich Spieler ausprobieren und Werbung für sie machen, zumindest für die, die wir verkaufen wollen, beispielsweise Leiva oder Mignolet. Auch Lallana ist definitiv nicht unverkäuflich bei mir. Innenverteidigung Corker und Chanda vor Flanagan, Gomez, der auf jeden Fall eine Chance bekommt, dann Leiva und Allen, Lallana, Ibe, Ings und Origi. Sieht eigentlich ganz gut aus sogar. Ein enorm junges und unerfahrenes Liverpool gegen Betis Sevilla im 4-4-2 mit Ruben Castro vorne drin wahrscheinlich. Oder etwa nicht. Doch natürlich. Und Ricky natürlich von Wolfswinkel. Musonda auch ein ganz interessanter Mann, den ich mir definitiv bei uns vorstellen könnte. Als Megatalent von Chelsea ausgeliehen an Betis. Bisher noch gelbe Karten in dieser Partie. Natürlich muss man sagen, wir haben so eine unerfahrene Elf. Da kann auch mal was passieren, wie beispielsweise Sturridge, der in Elfmeter verschieden, nachdem er für links eingewechselt wurde. Sollte aber nicht. Wir sollten im Idealfall gewinnen. Lallana macht das 1-0. Gerade weil wir zu Hause bzw. auf der linken Seite simulieren, was immer besser ist. Und es passiert auch nicht mehr viel. Und wir gewinnen das erste Spiel. Das ist ein richtig guter Start in diese Karriere, finde ich. Wir haben ein erstes Transferangebot erhalten. Aber es ist für Coutinho und beim besten Willen, ich werde nicht meinen besten Spieler verkaufen. Grüße an Hansus. Wir trainieren nochmal zum Abschluss dieser Episode unsere Mannschaft und es kommt wieder, naja, ein bisschen was Besseres bei rum. A bei Henderson, B bei Ings, ein D bei Origi, der sich zumindest langsam steigert, ein D bei Alba und ein C bei Moreno. Die sind nicht so weit vom nächsten Rating entfernt. Die Sache ist, ich bin mit unserem Kader eigentlich ganz zufrieden. Wir brauchen ein paar Alternativen, aber wir haben auf jeden Fall nicht so große Probleme. Natürlich, wenn wir die Champions League wollen, schon. Aber ich denke mal, es muss nicht allzu viel Veränderung zumindest an der Startelf her. Könnt ihr komplett anders sehen? Schreibt es mir dann auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann sehen wir mal, was wir da auf jeden Fall machen können. Transfers wird es in der nächsten Episode erst geben. Das ist, denke ich mal, logisch. Denn ich warte auf eure Vorschläge. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Position wir Bedarf haben. Deswegen warte ich da komplett auf euch. Zwei Abschlussberichte haben wir aber schon mal, und zwar einmal zu Jonathan Lecco, 16 Jahre und 65er Rating. Den will ich eigentlich damit automatisch schon haben. Der sieht dazu mit 1,82 auch richtig stark aus, aber ich glaube, ich lasse ihn erstmal West Brom und beobachte den ein bisschen. Vielleicht holen wir uns den auch. Was haltet ihr davon? Alter, der hat sogar noch 90 Tempo. Was haltet ihr von Lecco? Ja, und Emre Mor, naja, 17 Jahre alt, 61. Dazu nicht so schnell, aber dafür dribbelstark. Sieht natürlich stark aus an sich. Dazu Emre Mor 61-17. Weiß ich nicht. An sich aber keine schlechte Idee. Ich will sowieso ziemlich viele Talente in diesem Karrieremodus kaufen. Ja, ich will hier eine Förderstätte bauen. Bei Dortmund muss das nicht zwingend sein. Auch da kaufe ich viele Talente. Aber hier soll das nochmal krasser sein. Und hier will ich nicht die gleichen Spieler haben, abgesehen von Origi, wie beim BVB. Ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Dementsprechend haut mal solche Talente raus. Muss jetzt nicht ein Dembélé sein, aber kann beispielsweise ein Basoe sein. Das ist hier schon eher realistisch als bei Dortmund. Hier will ich noch extrem viel mehr auf Talentförderung setzen und richtig kranke Spieler produzieren und nicht kaufen. Und damit war es auch von der ersten Episode des FC Liverpool Karrieremodus hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, 1000 Likes. Ich weiß, ihr schafft es. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf diesen Karrieremodus, der natürlich ja alle zwei Tage kommen soll. Und auch vor allem dann, wenn ich im Urlaub bzw. auf Malta chill. Ihr habt übrigens auch gefragt, kommen in der Zeit Videos? Ja, keine Sorge. Aber wahrscheinlich kein FIFA, abgesehen von einmal die Woche. Ansonsten vielleicht auch zweimal die Woche. Ansonsten kommen Bubble Time bzw. Real Life Videos, die aber auch ganz chillig sind. Gut, das war's jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar übermorgen mit der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dann, macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.